Freunde, wir sind wieder zurück zum neuen Video und jetzt fragt euch vielleicht, muss ich den Typ wirklich zweimal ertragen innerhalb von einem Video? Und ich sag euch, es sieht wohl so aus. Nämlich, es geht heute darum, dass ich auf meine eigene Bundesliga-Prediction für die vergangene Saison reagieren werde. Ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe, ich weiß aber, dass es grottenfalsch zum Teil war. Und ich will meine eigene Begründung hören. Also ich habe das Video selber nicht mehr gesehen seit langer Zeit, das ist 9, 10 Monate her. Wir schauen es uns heute mal zusammen an und hören mal, was der Mann mit der sehr random aufgesetzten Cap hier zu sagen hat. Weil der hat wohl relativ wenig Ahnung. Aber wenn euch solche Formate auch gefallen, haut es in die Kommentare. Ich hoffe, mein Mac hält hier durch. Der laggt ab und zu bei solchen Aufnahmen. Keine Ahnung, warum. Wir werden sehen, was rauskommt. Gebt gerne einen Daumen hoch und gerne auch maximales Bashing in den Kommentaren, was ich damals von Dreck erzählt hat. Gerne. Gehen wir rein, würde ich sagen. Und wie wir sehen, wir haben zumindest irgendwas richtig getippt. Wir haben auf dem 18. Platz Darmstadt. Man muss ehrlich sagen, man muss kein Prophet sein, um das zu predikten. Das war prinzipiell eigentlich safe. Was man noch sagen kann, punktetechnisch war es eigentlich ganz gut predicted, muss man sagen. Ich mache mal jetzt kurz parallel auf meinem Telefon hier die Tabelle auf, dass wir das wirklich vergleichen können. Ich blende es euch auch später ein, dann hier habt ihr selber nochmal die Übersicht. Aber wenn ich sehe bei Darmstadt 17 Punkte, final, ich tippe 11 und Tore haben sie, ja gut, 15 habe ich gepredicted, 30 haben sie gemacht, Gegentore haben sie auch deutlich mehr gehabt. Aber wie gesagt, da musste man kein Prophet sein, das war jetzt nicht irgendwie mega unvorhersehbar. No hate an die ganzen Darmstadt-Fans. By the way. Es war eine harte Saison, würde ich behaupten. 11 Punkte und es wird in meinen Augen auch nicht mehr werden, weil sie einfach qualitativ zu schwach sind. Platz 17 wiederum, vielleicht eine Überraschung, ist der VfL Bochum. Ich muss sagen, VfL Bochum, da weiß ich noch in den Kommentaren, da stand drin, hey, why? Also die sind doch eigentlich ziemlich stabil. Ist aber der Tipp, also natürlich punktetechnisch grottenfalsch gewesen. Auch von der Platzierung sind sie jetzt halb 16er geworden, also Relegation. Bin ich gespannt, was da rauskommt. Bzw. wenn ihr das Video seht, ist es schon vorbei mit der Relegation. Aber ich habe 17 getippt, 16 ist am Ende, sage ich, war noch ganz solide. So ein bisschen abflachen. Ich denke tatsächlich, dass die guten Jungs von Bochum so ein bisschen merken werden, ja, wir sind jetzt zwar schon ein Jahr da, aber irgendwie den Hype haben wir nicht mehr so ganz drin. Die Mannschaft ist auch nicht mehr dieselbe, zumindest nicht mehr so im so als Komplettpaket, so als Mega-Team. Ich sehe es einfach nicht. Deswegen denke ich, dass Bochum runtergeht auf Platz 17. Deswegen, ja, kann man natürlich meinen, was man will. Von der Begründung her war es in Ordnung. Nicht wirklich Gründe gefunden, wie ich gerade merke. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht so gut läuft. So, wo ich ja jetzt auch mehr oder weniger bestätigt wurde. Wie gesagt, also Relegation ist noch offen. Aber wir werden es sehen. Ist jemand, der ganz aus dem Kreis hier kommt. Nämlich aus dem Ostalbkreis, der FC Heidenheim. Und ich denke tatsächlich, die werden die Relegation. Oh. Also, Platz 16 Heidenheim getippt. Das war maximal daneben. Ich habe den Jungs irgendwie nichts zugetraut aus dem Ohrstalbkreis. Aber sie sind am Ende 8. geworden. Deutlich, deutlich besser, als ich gedacht hätte. Chapeau dafür. Ole hat schlimmer gewusst. Muss man auf jeden Fall lassen. Deswegen stabile Saison gewesen. Also, man muss sagen, defensiv in Ordnung, offensiv in Ordnung, Jannik das Beste on fire, Tim Kleinitsch on fire. Allgemein war einfach eine gepackte Mannschaft, eine geschlossene Mannschaft, also kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. FCR hat in meinen Augen so massiv komisch eingekauft. Die haben jetzt Platz 15, na, auch eher daneben gewesen, muss man sagen. Da haben wir jetzt nicht ganz daneben gegriffen. Augsburg am Ende auf Platz 11. Und diese Saison sah eigentlich ganz solide aus. Jetzt letzte Spiele waren echt nichts mehr, also da haben sie nur noch verloren. Aber ja, Platz 15 oder Platz 11 ist jetzt nicht so ein krass großer Unterschied, deswegen sage ich, ist noch ganz okay. Tietz, Beljo, Demirovic, dann haben sie noch einen Berischer vorne drin. Also sehe ich nicht, dann spielt irgendwie Arne Engels aktuell noch Rechtsverteidiger, sehe ich auch nicht. Finde ich nicht ganz stimmig, ich glaube mal, da wird es einen Trainerwechsel geben, aber ich denke, sie werden nicht absteigen, aber eher unten. Also Statement am Ende, werden nicht absteigen, aber eher unten mitspielen, hat auch noch nicht ganz gepasst, war ja eher um Europa. Aber nichtsdestotrotz finde ich okay. Finde ich valide, was ich da gedroppt habe. VfB Stuttgart. Auch da, sage ich, wird es eher in Richtung unten gehen, weil jetzt gibt es namhafte Abgänge mit Endo. Da muss ich kurz los. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, VfB-Fans, sorry dafür. Ich bin ja selber aus dem Kreis hier, hört man ja am schwäbischen Akzent. Ihr habt Bayern-Trikot an, so
Ihr seid mittlerweile dann auch Zweite geworden vorm FC Bayern. Ich möchte mich für diese Prediction, für diese bodenlose Prediction entschuldigen. Zu meiner Verteidigung. Hatte sie jemanden kommen sehen? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber was ich, oh, das tut weh. Da muss ich um Erbarmen bitten. Das war Quatsch. Also die Prediction war ja dermaßen chaotisch. Aber wie gesagt, also konnte man sehen, weiß ich nicht. Meine auf Platz 2, Platz 14 getippt. Ich traue mich gar nicht mehr weiterzureden. Und ich will gar nicht hören, was ich mir da von mir gebe. Ich habe schon, erste Step war, ey, Endo ist gegangen. Kann man schwierig ersetzen. Stiller kam, Stiller war 10-mal so gut wie Endo in meinen Augen. Natürlich Liederqualität nochmal anders, aber spielerisch. War Stiller. Wirklich. Also Chapeau, der Mann ist wirklich on fire gewesen. Hören wir nochmal kurz rein, was der Mann hier sagen will. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man sowas kompensiert. Ich denke, Mafro geht noch. Ich denke, Sosa geht noch. Girassi könnte noch gehen. Und dann wird es schon sehr, sehr haarig. Immerhin hatte ich recht, bei Mafro Panos geht noch. Sosa geht noch. Girassi ist nicht mehr gegangen. Aber auch die konnten sie sehr, sehr gut ersetzen, würde ich behaupten. Puh, das war eher nicht ganz so optimal predicted. Was er macht mit VfB Platz 15, werden wahrscheinlich viele VfB-Fans unterschreiben, weil es an sich in Ordnung ist. Einfach in die Abstimmung. Hand aufs Herz. Hätten viele, also wenn ihr ein VfB-Fan jetzt hättet ihr unterschrieben, Platz 14 vor der Saison, ohne das Wissen, dass ihr dermaßen rasiert? Würde mich interessieren. Also wahrscheinlich ja schon. Also ein Abstiegskampf war ja erstmal das Ding. Jetzt Champions League, klar, brutal. Aber das wäre die Frage. Hättet ihr unterschrieben, wenn ihr nicht gewusst hättet, was der Hoeneß daraus zaubert? Ich denke, das sollte das Ziel sein. Klassenhalt, ganz, ganz klar. Dann gehen wir auf 13. Es ist der SV Werder Bremen. Sehe ich qualitativ auch nicht so wirklich maximal stark an. Ich finde den Kader eher so ein bisschen durchwachsen. Die haben halt vorne die zwei Vögel, Duxch und Füllkrug. Da ist das Ding gewesen. Ich habe Duxch und Füllkrug predicted. Füllkrug war nicht mehr da. Dementsprechend waren sie besser. Nee, Spaß beiseite. Also Bremen, ja, 9. am Ende geworden. Ist jetzt in meinen Augen auch nicht der Riesensprung drin. Haben noch an Europa gekratzt, was schon echt brutal ist. Aber ich bleibe dabei. Ich finde den Kader nicht wirklich gut. Die hatten einen Lauf, dann wieder nicht. Am Ende lief es dann wieder relativ gut. Ist für mich, ja, auch so ein Mittelfeldmannschaft, sage ich, Prediction ist okay gewesen. Also 13 auf 9. Passt, habe ich auch Tense einfach schlechter eingeschätzt. Diesen Killer, also da kann man nicht viel sagen. Und deswegen auch Platz 13, hauptsächlich nicht absteigen. 12 Mainz sehe ich so ein bisschen drüber, 30 Punkte. Ja, da muss ich sagen, dann doch in Ordnung. Am Ende ist doch noch 13. geworden, 12 getippt. Sehr solide. Ich muss wirklich sagen, also wenn da Mainz-Fans zuhören, Bo Henriksen, was ein Killer. Also was ein geiler Typ. Wie der da vorne im Spiel zu den Fans rennt. Brutal. Bin ich so Fan von dieser Aktion. Allgemein die Energie, die der so mitbringt. Brutal. Gruda, Burkhardt, Lee, super Baller. Amiri, absoluter Königstransfer fast schon in der Winterpause. Also Königstransfer für Mainz natürlich. Der hat so viel Qualität nochmal reingebracht. Und ich hoffe, und ich sehe die tatsächlich nächste Saison. Aber ich will jetzt noch keine Prediction für nächste Saison machen, sondern die kommt dann wahrscheinlich auch wieder. Da sehe ich sie tatsächlich ein bisschen weiter oben sogar. Also die Prediction war in Ordnung. 12 und 13, souverän. Souverän, der Mann. Mannschaft, die kann jeden schlagen, aber dann wiederum auch gegen jeden verlieren. Kann man sich reinziehen, ist ein solider Haufen. Svensson macht einen guten Job, Platz 12. Svensson macht einen guten Job, hat er auch gemacht, in der Saison dann nicht mehr. Bo Henriksen, der macht einen stabilen Job. Also wie gesagt, bin Fan von dem, aber also wie gesagt, Prediction passt. Auf 11, Köln ist ein bisschen ähnlich, haben einen Top-Trainer mit Baumgart. Das würde ich glaube heute so auch nicht mehr sagen. Also Baumgart sowieso nicht mehr da. Dann sowieso Platz 11 ist weit vorbei gewesen. Da sind wir am Ende auf 17 jetzt rausgekommen. Von Baumgart habe ich dann irgendwie nicht mehr so viel gehalten. Und der neue Trainer, und ich bin ehrlich, ich habe gerade keine Ahnung, wie er heißt. Das neue ist er auch nicht mehr, aber der Trainer, der aktuell drin ist bei Köln, war in meinen Augen auch kein Glücksgriff. Dazu muss man sagen, der Kader. Und bei aller Liebe an alle Köln-Fans, also ich fühle Köln selber, ich habe selber ein Köln-Trikot im Schrank, war schon da im Stadion, aber der Kader war einfach zu schlecht. Qualitativ war es einfach zu wenig, deswegen ist der Abstieg schmerzhaft, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Ich habe sie auf 11 getippt, habe sie wohl stärker gesehen. Als sie dann am Ende waren, 17er wie gesagt geworden, ist jetzt auch eher kein glorreicher Tipp. Ich hätte mir aber gewünscht, dass sie da gelandet wären. Aber die Qualität hat einfach gefehlt. Sehr, sehr viel raus. Ich sag, der Kader von Köln ist gefährlich. Also das könnte auch eher nach unten gehen. Okay, immerhin abgefedert oder abgesichert, falls es nach unten geht. Ich habe schon Kaderprobleme von Anfang an gesehen. Aber auch da musste man jetzt nicht unbedingt ein Prophet sein. Trotzdem, also deswegen kann man es noch akzeptieren, was ihr getippt habt. Da war noch die Tendenz eher nach unten. Dass es jetzt so weit nach unten geht, eher nicht. Aber am Ende des Tages ist es dann halt passiert. Auf 10 haben wir Hoffenheim, die TSG vom Kader her super. TSG auf 10, jetzt am Ende auf 7. Auch eine durchwachsene Saison irgendwie gewesen mit Höhen und Tiefen. Matarazzo ja auch kurz mal stark in der Kritik. Ich mag die TSG, muss ich ehrlich sagen. Ist auch ein Stadion, wo ich schon ein paar Mal war. Natürlich
Bei aller Liebe ist jetzt nicht stimmungsregend das Krasseste, aber ich fühle sie irgendwie. Ich mag Kramaric, ich mag so die Truppe und jetzt hören wir kurz rein, was ich sonst noch so zu erzählen habe. Ausgestattet mit Vought ist noch eingeholt, Justfan ist gut. Justfan war nicht so gut, weil der war recht schnell dann doch bei Darmstadt, aber ich mag den als Kicker. Hat sich nicht durchsetzen können. Prediction nicht ganz so optimal. Die spielen auch gut, weil das ist bei der TSG in den letzten Jahren nicht ganz so gut gewesen. Platz 10 ist in Ordnung, Mittelfeld. Dann auf 9 Union Berlin. Ich sag, Champions League ist zu viel. Champions League ist zu viel. Und Champions League war zu viel. Zumindest in meinen Aussagen war ich nicht ganz so verkehrt. Zum Teil Platzierung natürlich auch daneben. Platz 9 predicted. Am Ende wird es Platz 15. Man muss ehrlich sagen, 33 Tore haben sie tatsächlich geschossen. Also da, also es geht hier um die Platzierung, aber ich habe zumindest die exakte Toreanzahl von Union Berlin richtig getippt. Gegentore habe ich knapp 24 weniger getippt. Immerhin was, immerhin ein kleiner Erfolg. Ja, die Champions League war zu viel, Kaderzusammenstellung war auch irgendwie dann am Ende falsch. Zumindest haben sie so versucht, mit ein paar größeren Namen zu agieren. Trainer war dann weg, neuer Trainer war absolut grottig mit der Schelle an Lero, hat das Ganze nochmal gekrönt. Ja, Union sehe ich auch nächste Saison schwierig an, muss ich sagen. Aber am Ende haben sie es ja gepackt mit dem Nicht-Abstieg. War eine enge Kiste zum Schluss. Wenn Havere das nicht macht, ist es halt die Relegation. Aber sei es drum, hören wir noch kurz rein, was er macht. Ganz oben anklopfen. Der Kader ist was ganz anderes dieses Jahr. Die haben jetzt mit Vollert noch einen, sie haben Gosens, sie haben Aronson. Also wirklich Kaliber drin, die schon so ein bisschen Star-Potenzial haben. Davor hatten sie. Das stimmt. Also Star-Potenzial hatten sie, aber es war irgendwie eher das Verhängnis. Ich glaube, die Tugenden von Union müssen wieder zurückkehren, dass die wieder Erfolg haben. Haben sie jetzt, wie gesagt, mit diesen Neuzugängen nicht ganz umsetzen können. Ich glaube, Gosens geht auch wieder. Volland könnte bleiben, der passt noch so halbwegs. Aronson ist, glaube ich, auch schon weg. Dementsprechend bin ich gespannt, was der K nächste Saison ergibt. Auf 8, Dino Topmüller mit der Eintracht aus Frankfurt. Bin ich gespannt. Ich bin Fan von Dino, wenn Kolumbien. Bin tatsächlich weniger Fan von Dino mittlerweile, muss man sagen. Die sind irgendwie spielerisch nicht wirklich weitergekommen. Ich habe jetzt 8 getippt, 6 ist am Ende geworden. Es ist okay, also passt für mich. Sie haben, glaube ich, in der Rückrunde 4 Spiele gewonnen und sind jetzt dann kurz davor, wenn Dortmund Champions League holt, selber eine Champions League zu spielen. Brutal. Sonst ist halt die Euroleague, was auch nicht verkehrt ist. Ich mag FFM, ich mag den Trainer trotzdem menschlich irgendwie, also taktisch hat er mich nicht überzeugt. Mannschaft ist an sich auch cool. Ja, grundsolide, Tipp war okay, kann man nichts sagen. Wenn vorne geht, wird es schwierig, den zu setzen. Da sehe ich Gerasi, ganz ehrlich, so ein bisschen als Ersatz. Zum Glück ist Gerasi nicht nach Frankfurt, muss man ehrlich auch sagen. Auf 7 Freiburg, die werden wieder oben anklopfen, die Mannschaft ist... Ah, stimmt, 7 Freiburg, da haben wir... Haben wir nicht ganz recht behalten. Sind sie am Ende auf 10, also sind schon noch massiv abgerutscht. Irgendwo auch selbst verschuldet mit dem Spiegel Union, was sie da jetzt irgendwie nicht mehr ganz so in die Hand bekommen haben. Und Streich ist es weg. Also das ist natürlich auch schon ein Downer. Ich habe die besser geschätzt. Am Ende ist jetzt ja, 3 Plätze schlechter. Passt für sich. Das ist okay. Merlin Röhl wird wohl in der Mitte ein bisschen zaubern dürfen. Auch hat dann doch nicht gezaubert. Ist jetzt auf dem Weg zum VfB. Ich mag den Kicker. Mal schauen, was er da zaubert. Oh, eine kleine Überraschung, würde ich sagen. Kelso Briest, Borussia Mönchengladbach. Ich sag. Kelso Briest? Kelso Briest, wie beschissen habe ich denn hier die Gladbacher nach oben gelobt? Also Gladbach am Ende auf 14. Ein Punkt vom Relegationsplatz. Ich bin Fan von diesem Squad und ich mag Spieler wie Rocco Reitz. Riesenfan von dem Mann geworden. Allgemein Honorar. Das ist eine coole Truppe. Das Problem ist, ich will es nicht immer auf den Trainer unterschieben, aber ich sehe Seoane nicht als Perfect Match. Jetzt will Gladbach das Long Term mit dem angehen. Ist auch in Ordnung. Kann man machen. Bin gespannt, was Neues da bringt. Aber es war dann schon sehr ernüchternd. Also es war eine Saison zum Vergessen. Ich denke, die Gladbach-Fans werden mir das auf jeden Fall hier nochmal bestätigen können. Das war halt einfach keine gute Saison. Trotzdem, also der Tipp ist ganz, ganz schlimm. Das ist im Endeffekt der VfB-Tipp nur andersrum. Nur nicht, also beim VfB war es noch extremer. Obwohl es da wirklich ordentlich Wechsel gab, auch einen neuen Coach gibt, die sind gut. Ich sag, die werden da durchaus mitspielen, weil da vorne Platz 6 wäre überragend. Die sind gut. Die sind gut und schnell nach unten gerasselt. Ja, Prediction total daneben, was will ich sagen. War halt einfach nichts. Ist eine Prediction, die ich irgendwie gefühlt habe. Heute würde ich sie wahrscheinlich auch nicht mehr so nehmen. Aber so war es halt vor der Saison. Ich hatte ein gutes Gefühl für euch, Gladbacher. Die Fohlen habe ich oben gesehen. Im Gladbacher Camp hört man pessimistische Stimmen, würde ich behaupten. Vielleicht hätte ich diese pessimistischen Stimmen einfach mal mitnehmen sollen. Aber gut, na. Aber ich sag's dir, Seoane, super Coach. Perfekt, dass ich meine eigene Aussage
mittlerweile auch nochmal revidiere. Also ich mag Simone, ich finde den cool, aber es matcht nicht. Es matcht nicht mit Gladbach. Deswegen, ich glaube, der müsste auch wieder gehen. Das könnte was werden. Borussia, ich glaube an euch, das könnte wirklich was werden. War ich wohl einer der wenigen. Also ich habe mehr an sie geglaubt als sie selber wohl. So ist nun mal. Auf Platz 5 der VfL aus Wolfsburg. Für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Die haben jetzt echt gut eingekauft. Wenigstens habe ich gesagt, es ist eine Wundertüte. Und die Wundertüte ist dann auf Platz 12 gelandet. Ja, also ich habe sehr, sehr viel vom VfL gehalten. Deswegen ja auch Platz 5 hier getippt. Das Ding ist halt, irgendwie haben sie nicht ganz das hinbekommen. Mit Kovac war einfach Quatsch. Der hat auch rotiert wie Vogelwild. Also so Rare-Mannschaft war das einfach ein grauenhaftes Ding, weil man nie wusste, wer spielt. Plus... Jetzt auch mit Hasenhüttl war es nicht überzeugend, aber da werden wir sehen für nächste Saison. Ich mag den Kader. Ich habe das Gefühl, es kann wieder was werden. Meine Prediction war mies. Wir haben jetzt Journey vorne drin und die beiden... Na, Journey war kurzfristig vorne drin. Mittlerweile auch gar keine Rolle mehr. Paredes ist vorne drin. Den fühle ich. Den mag ich tatsächlich. So maximal falsch ausgesprochen. Das ist mir auch bewusst. Die haben echt Qualität. Ja, Entschuldigung, die haben wirklich Qualität. Nur irgendwie nicht als Mannschaft, das ist das Ding. Bringen sie die PS auf die Straße? Keine Ahnung. Aber trotzdem, in meiner Prediction... Haben sie nicht. Haben sie nicht hinbekommen. ...auf die Straße bekommen. Ja, also Kovac ist ein guter Trainer, aber auch... Auch da nochmal. Also, ich war vor der Saison euphorisch wohl vom VfL. Kovac ist ein guter Trainer. Auch eine Aussage, die ich nach 10 Monaten später nicht mehr droppen würde. Beziehungsweise, ja, also ich möchte jetzt nicht alle Qualitäten absprechen. Der muss ja was können. Der war bei Bayern, der war bei Wolfsburg, der war woanders auch schon unterwegs. Hat aber auch hier gar nicht funktioniert. Der Fußball war nicht passend. Hat nicht geklappt. Deswegen, also mittlerweile ist es für mich ein durchschnittlicher Trainer, wenn ich ehrlich bin. No front natürlich. Ist Hop oder Top? Müssen wir gucken. Hop oder Top war halt Hop. Das mal einmal aufnehmen und schon kommt der Postbote ums Eck. Jetzt schauen wir mal rein in die spannende Meisterschafts-Rallye, die es ja nicht irgendwie so 100% gab. Auf Platz 4 habe ich Leverkusen. Bayern für Leverkusen hat einen riesen Squad in meinen Augen. Die haben da ist das Ding. Leverkusen war halt dann doch am Ende nicht nur ein riesen Squad, sondern der brutalste Squad auf einmal. Keine einzige Niederlage. Ich habe jetzt 3 predicted, das war jetzt nicht ganz so verkehrt. Aber keine Niederlage ist ein Brett. Das ist eine brutale Saison. Ich weiß nicht, ob wir sowas nochmal erleben. Keine Ahnung. Aber, ja, sind halt Meister geworden. Platz 4 getippt ist in Ordnung. Also zumindest habe ich diese Qualität schon anerkannt. Aber ob das so krass war, habe ich natürlich nicht rechnen können. Grimaldo und Boniface oder Bonifatze, wie auch immer man ausspricht. Bitte sag nie wieder Bonifatze. Das tut ja im Ohren weh. Also... Boniface. Super Qualität gewonnen. Sie haben Xhaka in der Mitte. Das ist wirklich super nice, was da zusammengewachsen ist. Schabern ist ein super Trainer. Und der ist auch nur Platz 4, kann man sagen. Ja, ich denke, damit könnte man auf jeden Fall zufrieden sein. Ich denke, man hätte echt zufrieden sein können mit Platz 4. Natürlich, wenn man diese Saison kennt, ist es nicht zufriedenstellend. Aber für Leverkusen wäre es, glaube ich, cool gewesen, in die Champions League einzugehen und halt einfach sehr, sehr stark zu spielen. Jetzt haben sie sogar noch ein bisschen stärker gespielt als predicted. Platz 1, das ist halt schon, wie gesagt, einfach ein Brett. Es gibt keine Wörter mehr, um diese Saison zu beschreiben. Die ist brutal. Das ist völlig verrückt. Platz 3, BVB. Und ja, wieder keine Meisterschaft. Platz 3, BVB. Jetzt sind sie Fünfter geworden. Ewiger Edin, Zauberer an der Seitenlinie mit allem drum und dran. Ich glaube, es war ein mieser Gamechanger, Schalen und Bender zu bringen. Da ist nochmal Qualität gekommen. Auch spielerisch ist da deutlich mehr gewesen als... BVB ist zumindest zum Winde aussah. Sie waren am Ende des Tages nicht so krass in der Bundesliga, aber jetzt auch nicht monster schlecht. Sie können halt Champions League holen. Also die Saison könnte gekrönt werden. Ich glaube, es ist trotzdem Erfolg, wenn sie jetzt mit 5 in den Champions League gehen. Champions League Finale ist cool. Also deswegen, ich sehe das eigentlich ganz in Ordnung, was da diese Saison passiert ist. Ja, ich muss tatsächlich sagen, das ist ein ähnliches Muster für mich wieder gewesen. Anfang sehr, sehr gut. Hurra, Fußball, alles läuft. Am Ende so ein bisschen die Puste ausgegangen. So ganz war es nicht. Es war eher am Anfang gut. Im Winter nicht so gut und dann wieder cool drauf und jetzt gerade bei der Champions League war brutal nice. Also ja, Prediction ist in Ordnung, kann man machen. Sind wir auf jeden Fall am Start. Der Abgang von Jude wird so ein bisschen in meinen Augen auch schwierig zu kompensieren. Natürlich in Metscher ist da, Sabitzer ist da. Der war auch schwierig zu kompensieren, das ist ein Weltklasse-Spieler, logisch. Aber Sabi hat es ganz cool gemacht und ein Metscher war bislang noch nicht der Erfolg, den ich mir von dem verspreche. Der kann es, aber ist zuverlässig aktuell. Das ist... eher nicht ganz so einfach, dann in die Fahrt zu kommen. Auf 2 haben wir dann RB Leipzig. Super junger Squad, absolute... RB auf 2 war ein Bold-Tipp, würde ich sagen. Und ja, am Ende des Tages
waren sie dann Vierter, was auch okay ist. Auch da war ziemlich sicher, dass sie da oben mitspielen werden. Und ja, RB Leipzig kann zufrieden sein. Abgänge waren schon brutal. Die Neuen mit Openda oder auch, wie Lodder sagen würde, Openda, sind eingeschlagen. Xavi Simmons, brutaler Borner. Olmo war zum Großteil fit. Das ist natürlich schon was wert gewesen. Borner mit am Start, da ist es so wichtig, dass Olmo fit bleibt. Und das wissen wir alle. Da war der Punkt. Olmo war jetzt aber nicht dieser eine Baustein, sondern es war Xavi Simmons und Openda. Die waren natürlich die, wo es entschieden haben. Auch Sesko, nicht vergessen. Brutaler Spieler, wird wahrscheinlich wieder gehen. Ich fühle den. Aber Leipzig, super Squad. Ich denke, die Abgänge von Szoboszlai, Nkunku, Guardiol bekommen sie auch wieder kompensiert. Das haben sie tatsächlich gemacht. Deswegen passt. Aussage super, hat funktioniert. Gehen wir so weiter. Das wird funktionieren. Und auf eins haben wir einen nach wie vor Meister mit dem FC Bayern München. Und jetzt kommt's. Ich als Bayern-Fan... Jo, nicht ganz, ne? Nicht ganz. Also da haben wir uns daneben predicted. Also Bayern, wissen wir alle, war irgendwie eine strange Saison mit Tuchel. Nach wie vor, ich weiß noch nicht, was ich gleich noch sage, aber mit Tuchel ist ein Missverständnis gewesen in meinen Augen. Es ist taktisch und spielerisch war es nichts. Klar, wir hatten diese Champions-League-Spiele, wo wir gut gespielt hatten. Man muss aber sagen, im Rückspiel gegen Madrid haben wir uns dann auch irgendwie ein bisschen versteckt. Ich würde es nicht sagen eingekodet, aber es war irgendwie echt nicht die richtige Spielweise. Arsenal war super, das Hinspiel gegen Madrid war super. Wenn wir am Ende weiterkommen, sagt auch keiner was. Problem an der Sache ist halt, ich habe halt da irgendwie nichts gesehen an Fortschritt. Jetzt kann man sagen, oh, er hat seine Spiele nicht bekommen. Ja, sei es drum. Ein Trainer muss aus den Spielen was raus und die Adade, die sind immer noch Weltklasse gewesen. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Köpfe rollen, also spielertechnisch. Und Tuchel ist ja auch schon weg. Trainer gibt es noch keinen. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir da zurückkommen. Weil es mittlerweile, und das nervt mich tatsächlich, bin ja, wie man unschwer erkennen kann, auch Fan von diesem Squad oder von Bayern. Schon immer gewesen. Aber es ist mittlerweile so unruhig, wie es schon lange nicht mehr war oder ich es nicht kenne. Jede Meldung oder jede Idee von einem Trainer ist in den Medien, bevor sie überhaupt woanders ist, vielleicht sogar bevor sie beim potenziellen Trainer ist. Die sind alles aufgebrüht. Uli spricht da irgendwie rein. Wir haben mittlerweile verschiedene Parteien, die da irgendwie eine Idee haben. Am Ende kommt da keine Gescheite raus. Es sind zu viele Köche in der Küche. Dann wird die Suppe nichts mehr. Metaphorisch wertvoll hier. Aber ich hoffe, die fangen sich wieder. Die müssen mal wieder an einem Strang ziehen. Das ist gerade echt. Es ist eine harte Zeit. Nicht nur, dass wir nicht gewonnen haben, also irgendeinen Cup oder Bundesliga, was auch immer, sondern mich nervt so ein bisschen, dass es keinen Fortschritt gibt und eher eine ganz, ganz komische Richtung gerade abdriftet. Mir geht es gar nicht um die Trophäen, mir geht es auch um Spielerische und da sind wir echt auch ein bisschen nach hinten gegangen, ein bisschen arg. Ich habe hier einen ganz, ganzen Hot Take. Es ist nämlich so, der FC Bayern war meiner Predict. Hot Take? Spannend. Ich habe wirklich keinen Plan, was jetzt kommt. Am Anfang immer so wieder auf Platz 4, weil ich sage, Tuchel wird die Saison nicht überstehen. Immerhin habe ich den Tuchel-Call gegeben. Also er hat sie nicht überstanden, kann man das sagen? Also er hat sie schon überstanden, er ist immer noch Trainer gewesen, aber er war ja davor schon safe, gefeuert für die nächste Saison. Es gab ja dann nochmal ein Comeback, oh ich sag's euch, Junge, Junge. Also ich bin kein Tuchel-Fan nach wie vor und ich fühl's einfach nicht. Und als es dann hieß, wir wollen ihn doch noch, dachte ich mir, oh nee, nicht jetzt echt. Und wenigstens die Prediction eingekehrt, also dass es nicht funktioniert mit ihm, beziehungsweise nicht funktioniert hat. Also ich denke, dass der FC Bayern nicht gut in die Saison reinkommt, dass es einen Trainerwechsel gibt und am Ende ist er wieder sehr, sehr eindeutig. Da stimmt dann doch nicht mehr so ganz. Also es gab keinen Trainerwechsel in der Hinsicht. Plus, also wir sind auch nicht so schlecht reingekommen. Also man muss auch sagen, wir hatten viele Verletzte und so, sollen keine Ausreden sein. Das stimmt irgendwie. Es hat einfach allgemein nicht gestimmt, muss man einfach sagen. Der Kader ist immer noch überragend. Man muss da nicht drum reden, aber diese Kritik und dieses... Das ist das Ding. Also der Kader ist auch nach wie vor überragend gewesen. Wir haben irgendwie recht wenig draus gemacht und ich sag's wie nach wie vor, ich habe schon ein paar Mal gesagt, spielerisch war es ein Rückschritt und das ist so das, was ein bisschen schmerzt. Trotz allem werden sie gut spielen. Sie werden in meinen Augen mit Harry Kane haben, der vorne auf jeden Fall einige Buhne reinknippt. Das mit Harry war aber auch nichts, was irgendwie keiner gesehen hatte. Der Mann, der Bald, der Knips, das ist Killer. Auch spielerisch habe ich jetzt auch besser erwartet wohl. War nix. Auch die anderen Spieler, also Musiala ist wieder ein Stück erfahrener, der wird ballen. Kim ist überragend, das wird in meinen Augen... Kim ist überragend, auch eine Aussage, die man mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so einfach droppen kann. Aber vorm Asia Cup war der Mann gut, war der sogar sehr gut, hatte seine kleinen Wackler noch drin, aber war stabil. Nach dem Asia Cup war es irgendwie ein anderer Kim. Keine Ahnung, was da passiert ist. Neuer wird hoffentlich zurückkommen. Es sind sehr, sehr viele Wunschgedanken drin, aber deswegen tippen wir ja auch. Und jetzt haben wir nochmal hier die Tabelle in seiner ganzen Pracht. Also die Tabelle ist da in seiner ganzen Pracht. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Das ist relativ unscharf. Das habe ich denn da gezaubert? Aber wenn wir jetzt mal kurz drüber scrollen, haben wir
mit Darmstadt einen perfekten Treffer, immerhin. Aber es war das Einfachste, was man predicten hätte können. Sonst haben wir, wie wir sehen, nicht wirklich was hinbekommen. Also es ist tatsächlich das Einzige, was richtig ist, ist Darmstadt auf 18. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, das lassen wir für heute. Vielleicht waren eure Predictions besser. Ich will da nicht mehr groß drüber reden. Nächste Saison gibt es eine neue Prediction und dann sogar, würde ich behaupten, mit Bestrafung. So Rare Context. Das haben wir diese Saison nicht gemacht. Das machen wir auch nächste Saison. Dann würde ich das so ein bisschen einläuten in eine kleine jährliche Sache. Und vielleicht auch eine Competition. Mal gucken, was wir draus machen. Wir wollen nicht weiter drüber reden. Die Prediction war haarsträubend. Das würde ich sagen. Wollen wir jetzt über beim nächsten Mal. Und